Good dog. Good. Good dog. Stay. Habe ich nicht gesagt, er sollte bleiben? Okay. Boss, welcome back. Tut halt nicht, wenn er nicht will, will er nicht, ne? Schatzkalosa, hi. Alles gut bei dir? Ich hoffe, die Qualität geht so. Fleckt nicht zu sehr. Das würde mich sehr freuen. Wow. Ja, bei mir auch alles gut. Heute einen halben Tag freigenommen, gerade ein bisschen geguckt und jetzt dachte ich schon mir, mein Download am PC ist fertig, jetzt kann ich bei der PS4 weitermachen. Roger. Weather surveillance indicates turbulence out there. Try not to get knocked out of the sky. Got it. Da ist er. Ich hab gedacht, dass sowas passiert. Quiet. Where does she think she's going? You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, so long as she's with you. She's a crack shot, a damn fine scout. Well suited for a clandestine op. She's
More than I can say for the others. There's nothing damn fine about this thing. Jetzt ist wütend. Here. Hey. Blades. Wait a minute, that thing costs a lot of money. Krasse Schütze, ne. Durch Rotorblätter durchzuschießen, das muss man gönnen. She can see each individual blade and her depth perception. One in. This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? I like working solo anyway. Nein, nehmen Sie doch mit, Mann. Ja, mein Gott, muss ich Sprache lernen, ne? Die teleportet sich doch sowieso rein, wenn ich abhebe. Doch nicht. Hätte ich jetzt erwartet. Hallo? Was ist denn da mit den Kämpfen schon wieder los? Ich hab doch alle Gewalttätigen weggeschmissen. Freitag wieder Internet. Internet stabiles. Okay. Oh mein Gott. Momentan viele mit Internetproblemen. Ist D-Dog jetzt wieder dabei? Klar. He'll normally follow you around. You can also make him wait somewhere or lure an enemy by barking at him. Or you can sick him on the enemy to slow him down. Develop new gear just for him, and I'm sure he'll be capable of even more damage. So, ja, gucken wir hier mal eben. Aber ich hab doch. Unruhestifter Belästigung. Unhygienisch. Ich habe doch keinen Gewalttätigen dabei. Ein PTBS und krank. Aber warum denn verletzt? Ich verstehe nicht, warum da Kämpfe ausbrechen. Sie ist immer noch im Knast. PTBS haben die meisten. Naja, gucken wir mal. Sieht's hier aus? Nix. Nö, wegen Umzug habe ich erst einen Bereitstellungstermin, der im 4. ist. Bin gerade mit einem Stick drin, okay? Ja, mein Gott, muss man durch, ne? So, egal. Hören wir mal eben hier kurz rein. Boss, Quite still hasn't made any moves. It's got me thinking. What? If you took her on a mission, she might break her silence. You want to let her out? Sure. Make her no different to the others. Everyone you pick up works for themselves, right? But her. I say work with her. See what happens. I wouldn't ask this of anyone but you. On missions, I'll make sure we have someone observing from a distance, and she won't be allowed access to all of the base. As for Miller, well, sometimes it's better to ask forgiveness than permission. The best part is, hiding is her specialty. If no one sees her leave the base, the staff will be none the wiser. And if she gets away? If that happens, you'll have to take care of her. But I have faith in you, boss. I think Quiet sees something in you. It's a big risk. But it's for the good of all of us. And besides, you can't deny her talent. Her unique skills and abilities would give you a hell of an edge out there. I'll think it over. Oh, recht hat er da recht. How long are we gonna keep that woman here? You mean Quiet?
My personal feelings aside, she's putting everybody on edge. You should hear the stories. I got sick from just standing guard at her cell. I won't stand on the same platform as that witch. She hit me for no reason. What is this, a private army or a kindergarten? The thing is, they're all serious. They're faced with something they don't understand, and a kind of mass hysteria has broken out. I've gotten wind of countless plots to take her out. There are no grounds for this suspicion whatsoever. Put yourself in her shoes, assuming they see her as a prisoner here. No, even more so, if they do, she deserves to be treated humanely. I always thought our men were a bit more noble-minded, but... Look, I understand this is a stressful line of work, but to make her the scapegoat... You've got it wrong. Quiet? She's with Cypher. We have men that lost their buddies to her organization. You could say that about more than just her. Plenty of the men used to fight for another side. But they've all put that aside to work for the boss. Cypher is different. And if you ask me, the boss is the biggest problem. Why is he protecting her? Some of the guys are starting to suspect him of... I don't agree with keeping her here either. So what's your move? Throw her out? Kill her? She's our ticket to Cypher. And her physical abilities are outstanding. We could use someone like her. Don't make me sick. Her marksmanship, speed, stealth capabilities for a start. Then, there are the other things we've learned. Quiet appears to be able to use both eyes as master eyes simultaneously. That lets her track targets of different focal lengths at once. While looking through the scope with one eye, she can look for new targets with the other. That's why she doesn't need a spotter. She can operate alone, no matter the circumstances. See? I told you she's a freak. No one would be able to control her. No, there's one person who could. Hey, you trying to get the boss killed? Well, why don't we talk to him? See if he's willing to take her along. I don't like this. It's his decision to make. The two of them might even make a good team. Wo sie recht haben, sie recht. Und ich meine, kurz hier gucken. Das braucht noch ein bisschen, glaube ich. Genau, 6 Minuten. Ich muss jetzt hier sowieso in ein gefährliches Gebiet. Ja, select the landing zone, genau. Ja, komm hier. Bei den Ruinen. So, ein bisschen umschwenken hier. Kein Schalldämpfer ist doof. Jedenfalls Schalldämpfer, einen Raketenwerfer brauche ich jetzt nicht. Etwas mehr Schaden, effektive Reichweite. Das Schussbild ist ein bisschen besser, die Zielhilfe ist kleiner und die Feuerrate ist kleiner und das Ding sieht cooler aus. Ich kann auch einen MG mitnehmen, aber. Nee. Oh, Gummikugeln. Ich weiß nicht, wie effektiv die Gummikugeln sind im Vergleich zu Schlafpfeilen. Nimm das auf jeden Fall mit. Und den Betäubungsarm gibt's auch. So, Magazine kosten mich nix. Die Attrappe kostet mich ein bisschen was. Brauche ich nicht. Leuchtgranaten brauche ich auch nicht. Auch nicht. Ja, auch Granaten. Leuchtgranaten brauche ich nicht. Nachschub brauche ich auch nicht. Kostet alles nur Geld. Handgranaten weiß man nie. C4 weiß man auch nie. Und den kann man auch mal gebrauchen. Wüste, brauche ich den? Ja, ne? Hat das Bessere mit. Brauche ich nicht, kostet auch nur Geld. Brauche ich so gut wie nie, reicht so ein bisschen.
Das nehmen wir sowieso mit. Ach, kann ich gar nicht mitnehmen. Ja, aber die Doc brauche ich auf keinen Fall. Ich schleiche mich da rein. Ich hätte sogar Autos, die ich mitnehmen könnte. Will ich aber nicht wirklich. So, ich will. Nehmen wir natürlich den Schleichanzug. Kostet ja nur 12.000 der Einsatz. Wow. Brauche ich das Scharfschützengewehr wirklich? Ja, komm, dabei haben ist besser als nichts zu haben. Nichts wirklich Neues, was ich da irgendwie... Nö. I know you're an expert when it comes to solo infiltrations. But now you have buddies who will fight alongside you. Use your iDroid to deploy them whenever you like. The role of your buddies is to support you during missions. There's more than one way for them to do that. To get the most out of a buddy's abilities, you need to give the right order for the situation. Einen legendären Braunbären fange ich mit Sicherheit nicht. Wäre echt blöd. Kontaktieren Sie Emmerich. Gucken wir mal, wo der steckt. Wahrscheinlich im letzten Gebäude. 1,6 Kilometer. Hüppi, hüppi. Da haben wir einen Außenposten. Hin können wir am besten links angehen, glaube ich, oder? Ja. Autos, finde ich, kann man nie genug haben. Das Ding nehmen wir natürlich mit, gar keine Frage.
war ein guter Kämpfer. Der ist nicht verkehrt, der Typ, ey. Ich will auch hier einen Helikopter, oder bin ich blöd? Ja, ein Helikopter eindeutig. Da hat irgendwo einer. Egal. Okay, das ist verbarrikadiert, da kommen wir nicht rein. Schade eigentlich. Hat auch leider keinen Nebeneingang. Aber hier in das kommen wir rein. Alles keine schlechten Leute, ey. Die werden immer besser. Egal, wir haben keine Kohle. Wir schicken unsere Jungs erstmal hier auf ein paar Aufträge. 20.000. Bringt alles nicht wirklich viel. Personalrekrutierung, komm, da schicken wir mal irgendeine Billigeinheit hier hin. Gewehre. Die Gewehre sind mir eigentlich eher ein Dorn im Auge. Boah, doch so viele Verluste. Oh, das ist ein A-Mediziner. Warum habe ich meine Betäubungsgranate nicht dabei? Oh, ist doch zum Kotzen. Fuck it. So.
fällt sie jetzt endlich um. Mein Gott. Ah, schlechter Schütze jetzt hier. Subject on board. Leave the rest to us. So. Haben wir das Lager hier auch? Wunderbar. Dann kann es ja weitergehen. He's coming too. Roger that. Na, komme ich da hoch? Ach, scheiße, natürlich nicht. Krieg's Kotzen, wenn er immer so kleine Wände hochlaufen kann, ey. So, komm hier jetzt aber. Hallo. Ja, ist ja gut, dann laufe ich halt außen rum. Meine Güte. Laufe ich hier überhaupt richtig? Ich hätte die Straße nehmen können, dann wäre ich am Lager vorbeigekommen. Was ist denn jetzt kürzer? Die Straße hier verfolgen und eventuell auf diesen verkackten Braunbären treffen oder zurückgehen. Noch zwei Außenposten, die ich klären könnte. Das ist eine fette Anlage, ist sie auch noch nicht. Ach komm, scheiße drauf. Ich laufe jetzt hier lang. In der Hoffnung, dass er sich das nicht merken kann, ey. Was ich da als letztes ausgerüstet hatte. Vielleicht treffe ich ja den lustigen Braunbären hier. Dann kriegt er von mir ein paar Headnuts. Sieben Kugeln. Ich hätte mir doch irgendeine verkackte
Irgendeine verkackte Gummigeschosskanone mitnehmen sollen, ey. Na komm, das machen wir eben. Gibt Geld. Alles, was Geld bringt, ist gut. Ist der so stark, weil der andere nur Estragon frisst oder was? Hier wächst ja nichts anderes. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier gleich einen Wärmekontakt. Eigentlich müsste der Bär ja strahlen wie nichts, das sind ja mehr Fell ohne Ende die Viecher. Mein Nachtsichtgerät ist gleich aus. That's the target. Was habe ich denn dabei? Ich habe die Knarre dabei. Die tödlichen Teile. Hier irgendwas, was den kaputt machen kann. Feind die Sicht nehmen, nee. Ich hätte die Betäubungsgranate mitnehmen sollen. Scheiße. Dann lasse ich sie mir halt bringen, ne? In der Nähe, außer Gefecht. Na, in der Hoffnung, das bringt was. Lassen wir uns aber auch zur Sicherheit. Ja, komm. Lassen wir uns zur Sicherheit auch nochmal hier was bringen. In der Zwischenzeit sacken wir das mal ein hier. Thank you.
Es regnet, den von Tieren an, lockt Wildtiere an und fixiert sie. Aha. Wirklich viel zu bringen bei ihm. Meine Güte, du bist ja aber auch ein schweres Vieh. Mann, 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 ey. Und tschüss, Panda. Ja, genau. Mann, der hat mich jetzt aber auch hier gekostet. Leider nicht anrufen. Kann ich denn hier nur... Wenn ich mir nur die liefern lasse? Geht nicht. Muss komplett hier anfordern. Den aber auch. Schön, schön. Mein Bärchen. Cool wäre es, wenn er nur das liefern würde, was man wirklich braucht. Und nicht noch mehr. Aber egal, haben wir aber den... Ja, das Sträußchen da noch hochlaufen. Und dann sind wir schon an dieser komischen, was auch immer.
mal keinen Gewalttätigen. Also die machen sich echt gegenseitig fertig, weil sie PTBS haben. Ich habe keine Ahnung, was das mit diesem Direktvertrag auf sich hat. Ich mache das bei allen, die eine Medaille kriegen als Sonderbelohnung. Weiß nicht, ob das was bringt. PTBS krank, PTBS krank, 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 gesund. Ja, zumindest das funktioniert ja schon mal. Vier kommen von der Krankenstation zurück, drei gehen wieder drauf. Wer ist es denn hier? Unruhestifter Belästigung. Ist der Typ denn so krank, dass der alle platt macht, wenn er von der Krankenstation kommt? Kommt einfach mal weg dann. Da kenne ich nix. Himalaya-Bär. So, aber wo wir gerade bei Tieren sind, ich habe hier noch meine Käfige. Stellen wir hier mal überall welche auf. Müssten ja jetzt theoretisch noch seltenere Tiere fangen können, sind ja aufgewertet. Merkt auf jeden Fall, dass man hier schon in die Nähe von einem Energiekraftwerk kommt. Weil die ganzen Leitungen und so. So, komm, hier in der Ruine sammelt sich da mit Sicherheit auch irgendein Getier. Und komm, hier drunter macht sich doch bestimmt auch irgendwas gemütlich. Nehmen wir auch mal die Seitenwege hier. Ich hoffe, der führt auch nach oben. Und nicht einfach nur hier ein bisschen höher. Hm, okay. Das war nur irgendeine komische Abkürzung über die Straße. Okay. Aber hier geht's hoch. Oh, immer schön den dicken Stromleitungen nach.
Okay, da ist schon mal Licht. Da kommen wir doch hoch. Können wir ein bisschen auskundschaften. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Bunker, ey? Was zum Mitnehmen. Schon mal nicht ganz so verkehrt. Erstmal nach Scharfschützen gucken. Die müssen wir auf jeden Fall kaputt machen. Alles gute Kämpfer, ey. Okay, der jetzt nicht so. Durch das Ding durchgesehen, ja, genau. Okay, der kommt so ein bisschen einsam nach vorne. Das ist schon mal nicht verkehrt. Den können wir uns so schnappen. Sonst sehe ich dabei dann bald erstmal niemanden. Da kommen wir leider nicht hoch. Darüber könnte man es probieren. Da kommen wir aber auch nur schwer hoch. Ne, da rackere ich mich jetzt nicht ab, um da eventuell über diese Rohre zu kommen. Should be beyond the gate at the northern edge of the facility. We have no idea what he's doing back there. But let's go find out. Okay, also ich muss zum Tor kommen hinten. Ach, leck mich doch fett. Hier kommen wir auf jeden Fall schon mal rein. Ja genau, Sonnenaufgang. Jetzt, wo ich gerade hier bin. Das können wir vielleicht nutzen wegen dem Schichtwechsel.
Okay, Schichtwechsel ist durch. Das haben wir verpasst, das Fenster. So kommt die Posaune. Hopp. Nicht ewig Zeit. Klar, da kommt jetzt auch noch einer. Das sind die alle. Kommt der jetzt hier hin? Nee, ich glaube, der hat's aufgegeben. Aber der guckt. Kann ich eigentlich meine Jungs auf ein neues... eine neue Mission schicken? Ach Quatsch. Bleib doch liegen, du Affe.
kommst jetzt schön mit. Warum sind Spezialisten? Das sind zwei Spezialisten, okay. Der hier vorne war mir fast klar. Der kommt weg. Fast klar, der Typ guckt aber in dieselbe Richtung. Haben die was gemerkt? Come to me, buddy. Come to me. Du bleibst da hinten und du kommst näher. Los, dreh dich. Dreh dich um. Ihr guckt auch woanders hin. Meine Fresse, ist doch nicht so schwer. Ich krieg die aber auch nicht hier irgendwo drüber, ist das Problem, ey. Komm, verzieht euch alle in die Häuser. Ich mag Sandsturm nicht. Legen wir uns mal nieder.
Okay, gut. You gotta extract him. Das hat schon mal funktioniert. Sehr schön. Einen Spezialisten haben wir dann schon mal. Nice, nice. Silver Truck, okay. So, da oben, du darfst jetzt da weggehen. Und ruhig liegen bleiben. Fällt auch überhaupt nicht auf, so ein schwarzer Typ auf dem Sand. So 12 Meter davon entfernt. Merkt man überhaupt nicht. Komm, es ist genug geraucht. Komm schon. Bei dir rauchen ist ungesund. Hätte ins Auge gehen können.
He's coming too. Roger that. Wo sind denn die LKWs geparkt? Das habe ich ja vorhin schon gescannt. Das ist nicht von ihm. Warum keine LKWs hier? Ach, Bela. Das lief ja super. Haben wir denn irgendwelche Gewalttätigen dabei? Nein, wunderbar. Pause haben sie sich nicht verdient. Okay, wir haben nur noch 320er. Schutzwesten, Maschinengewehre, Gewehre, Helme. Helme sind eigentlich das, was mich am meisten stört, ne? Beim Betäuben, Kopfschuss. Ja. Sortieren. Ja, danach. Sechshundertsiebenundvierzig. Prognostizierte Verluste. 10%. Wie kann ich denn die Verluste eingrenzen? Kann ich da irgendwie... Kann ich die irgendwie runterdrehen, wenn ich dann Sunny mehr mitschicke oder so? Der kann am wenigsten. Buffalo. Wenn ich den jetzt mitschicke, haben wir 602 und prognostizierte Verluste immer noch 10%. Will ich aber. Ich habe keinen Bock, dass die Helme tragen. So, Henne mal noch ein weniger. Ja, die linke Seite haben wir bald so ein bisschen aufgeräumt. Mich hier drunter durch. Macht so mit Sicherheit clear, wenn ich das durchspringe, oder? Sicherheit.
Shit, der kommt aber auch schon zurück. Kann man doch kein Fenster öffnen, ne? Stash a downed enemy in there, or hide it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Jo, da kann ich mich wohl drin verstecken, ne? Aber naja, soll nicht das sein, was wir hier machen. Container-Probe liegen. Jetzt will ich mal kurz gucken. Der muss zurückgehen, der andere ist nämlich jetzt da vorne. Dann haben wir ein Zeitfenster, um reinzugehen, um uns das Zeug zu klauen und wieder rauszukommen. An den Spezialisten ist mir egal. Ich kann mal wissen, wo der andere ist. Ist der da, der hier dann wiederkommt? Ich würde mich jetzt einfach hier vorbeischleichen ohne Alarm. Zumindest es probieren. Zurück, der kommt auch zurück. Der läuft nach da oben und der kommt wieder runter, das ist nice. Können wir uns den doch noch krallen? Sobald der da oben wieder weggeht. Und der weit genug weg ist. Klar, da kommt der LKW auch schon wieder.
Okay, hier oben ist aber sonst auch keiner, das ist nice. Okay, ab 50 Meter kann man sie rausholen. Nice. You gotta extract him. Puh. Guck mal, was jetzt kommt. Geht auf jeden Fall ein Tunnel oder so runter. Spezialeinheiten. Sieht was aus, ne? Helme, schwarz. Ach du Scheiße. War das ein Rex? Das ist. Alter, das ist ein Metal Gear Rex, oder? Changes have already been finalized. It's not operational yet. The remote piloting and AI control haven't reached the application stage. Who said anything about an AI? That was Coldman's mistake 10 years ago. Be that as it may, we'll need to modify postural control to accommodate a human pilot. I share your urgency, but we need more time to finish it. Right. Planning on leaving us, Doctor? Huh? What? I'm taking your legs back! You're just gonna kill me? Sahelanthropus is mine now. Listen, I may dwell in the dark, but I refuse to be judged by your standards, traitor. I hope your friends give you what's coming to you. Take him to the base. Yes, sir. Transporting Emmerich to the base camp and returning to base. We're shutting down. All units, strike camp and clear out. We
still have use for him. Okay. Aus wie in Metal Gear Rex. Zumindest was Ähnliches. Auf jeden Fall ein zweibeiniger Kampfsoldat, Kampfroboter. Krasser Shit. Krasser Shit, ey. Puh. Gegen den will ich momentan nicht kämpfen, ey. Wohin? It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. Ach du Scheiße. Hier scheinen wir wirklich nur zwei zu haben. Wenn die jetzt nicht miteinander labern würden, dann ja, würde ich sie mir glatt krallen. Immer in seine eine Richtung da. Ja, ich glaube. Jetzt bewegt er sich. Okay, geht hoch. Okay, bevor ich jetzt hier weitermache, gehe ich mal ganz kurz auf Toilette. Gleich wieder da.
So. Okay, der geht hoch. Der geht nach da hinten. Da kommt keiner. Jetzt hoffe ich, dass der irgendwie nach hinten geht. Oder nach da guckt. Das geht natürlich auch. So, der kann da hinten jetzt machen, was er will, ist mir egal. Fuck. Talk. Listen. Where are your friends? Na komm schon, dreh dich um, du Affe. So wird das nix. Geh wieder runter oder was auch immer. Ich frage mich jetzt gerade aber nur, wie ich diese Container da rauskriegen soll. Kann ich diese Wand da wegsprengen oder? Gibt's hier einen Kran? Nicht wirklich. Wie soll ich die Container hier rausbekommen? Die passen doch da nicht durch. Hm. Komm schon, Affe. Ne, ich will da nicht runterfallen. Und der Typ soll mir da auch nicht runterfallen. Was haben wir denn da? Immer noch 0%.
In der kleinen Kante da, mein Gott. Mal eben den Kisten, ob wir die da vielleicht wirklich irgendwie rauskriegen. So, der hat da noch irgendwas gesagt. Material. Ach, da hinten. Subject on board. Leave the rest to us. So. Null Prozent, weil da ist eine Ecke. Na witzig, wie soll ich die denn hier rausbekommen, ey? Also am ersten bei dem hier vorne, da ist ja nur wirklich nur so eine kleine Lücke. Einfach mal probieren hier. Nee. So nicht, so nicht. Das da wahrscheinlich komplett wegspringen mit dem Raketenwerfer, so wie das aussieht wahrscheinlich. Aber Zeit drauf. Phenolin, gibt es auch deutsche Sprachausgabe? Nein, bei Metal Gear Solid gab es noch nie deutsche Sprachausgabe. Es war schon immer nur mit deutschem Untertitel. Jetzt will ich aber wissen, ob ich hier hochklettern kann. Ich will da reingucken. Natürlich nicht, ey. Fuck, ich würde da gerne reingucken. Egal. Zum Glück Anbruch der Nacht. Nacht ist unser Freund. Muss ich die jetzt alle nochmal neu markieren? Sind das schon wieder andere oder was? Wir unterhalten sich also über Lampen an den Waffen. Interessant. Hey!
Immer schön mitkommen, Freundchen. Immer schön mitkommen. Hauptwaffe, was juckt mich denn die Hauptwaffe? He's coming too. Roger that. So, vorhin sind wir auf der rechten Seite lang gegangen. Diesmal gehen wir hier auf der linken Seite lang. So, und geht er denn? Da ist eine Tür. Siehst du richtig? Oh, du bist ein ganz Schlauer. Du bist ein ganz Schlauer. Ist eine Tür. Spit it out. Talk. Where are the others? Where are your friends? Where are your friends? Subject on board. Leave the rest to us. Oh, doch, der dreht um. Spit it out. Where are your friends?
Where are your friends? Tschüss. Das wissen wir schon. Was ist denn? Munition, Hauptwaffe brauchen wir nicht. Schalltafel wissen wir auch. Und Spezialisten haben sie anscheinend nicht. Okay, dann ist er nicht da. Nee, er ist immer noch am Fliegen. Auf jeden Fall noch eine Menge Feinde hier unterwegs. Langsam müssten sie doch wieder alle aufgedeckt haben, oder? Weitestgehend. Ist das der, der jetzt wieder hier hochkommt, oder wie? Klar, also das Opfer, was hier vorne hinkommt, ey. Ist aber die Seite da drüben, glaube ich, doch einfacher abzuhauen. Aber hier ist... Ich weiß auch nicht, wie ich die platt kriegen soll, ohne C4. Schwierig, schwierig. Extrem schwierig. Wird es erreichen, wenn ich da dran komme. Dann lege ich C4, hau irgendwo ab. Wenn ich draußen bin, zünde ich's. C-Kämpfer, nicht wichtig. Darunter. Das hilft mir auch nicht. So, machen wir halt einen nach dem anderen. Where are the others? Talk. Speak. Uh,
Dir hilft keiner, Freundchen. Dir hilft absolut gar keiner. Subject on board. Leave the rest to us. Scheiße, Helmdingsbums ist gescheitert. Ich hoffe, wir haben keinen verloren. Darkhawk. Guter Kämpfer, aber ein weniger, der hier Faxen macht. Ich hätte gern mehr Waffen mit Schalldämpfer. So, haben wir auch einen Kampfanzug für unser Hündchen. Naja, danke. Gerade nicht. Die kann ich auch nicht wiederholen, oder was? Ist schon sortiert. Hier unten durch. Nicht so wirklich. Слышал истории? Человек из Кирглаза. Ага. Там много положил наших ребят. Он душман? Нет. Но я слышал, что его прислали американские империалисты в поддержку душмана. Кто-то из выживших рассказывал, что у него на голове рог. И что он сражается, как одержимый демон. А гад и мужик? Да он, небось, не паниковал, съел с катушек. Может быть.
anti-air radar? It wasn't one of the targets, but that's put a hole in their air surveillance. The chopper will be able to get in close now. You can designate a landing zone near the outpost. Scheiße, ey. Hätte ja so schön ohne Alarm klappen können, ey, fuck. Na, hallo. Oh, meine Fresse. Ab und zu ist der aber auch ein bisschen bescheuert in seiner Kletterei hier. Bela könnte man eventuell mal. Beruhigt euch. Hier nicht so hin, du Affe. Genau, geht ihr mal schön rein und sucht da drin mal schön alles ab, dann kann ich hier nämlich schön abhauen. Ach, falsche Taste. Ihr könnt mich mal bis später. Did you see that, boss? That giant weapon system that disappeared into the cave? I've heard it was the Kremlin's biggest secret. But to think that doctor has been working on it. And the man with the skull for a face. It's been on my mind since you encountered the skulls during the honeybee mission. It's really him. Boss. The commander of Cypher Strike Force XOF. Probably the mastermind of the attack 9 years ago. I thought he and Zero parted ways. I'll look into it. You just focus on the mission. Jawohl, machen wir so.
andere kümmern sich um die Denkarbeit und ich mache die Schießarbeit. Ja, schade. Ich dachte, wir kriegen das komplett ohnehin. Naja, das ist ja eine Pisser doch. Ein Strich durch unsere Rechnung gemacht. Mit dem habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. Ich habe zwar gehört, dass da einer um die Ecke kam, aber irgendwie hatte ich den nicht so aktiv auf dem Schirm, wie ich ihn vielleicht auf dem Schirm gehabt haben hätte sollen. Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Ich muss an den beiden Außenposten vorbei, um dahin zu kommen. Okay. Und da muss ich durch Haupttor durch, kann ich nicht vorbeischleichen. Boah, das wird krass. Den will ich auch haben. Where are your friends? Spit it out. Spit it out. Thank you.
Я не хочу умирать! Extract him. He's coming too. Roger that. Oh, Blume. Und noch, wie geht's? Ich hätte doch da Quiet sich vorhin so aufgedrängt hat. Hätte doch mit Sicherheit gleich irgendwann hier auftauchen oder so. Ja, den wollte ich aber auch. Das ist ein Wähler.
Oh, gucken wir nochmal fix hier. Unruhestifter, Belästigung, unhygienisch, das passt soweit. Irgendwen vergessen, der eine Medaille hat. Subject on board. Leave the rest to us. Eigentlich hinter dem Bela eigentlich so hinterher. Bescheuert. So, Freundchen, ich nehme mich mit. Denn dann blinkt eine Antenne da, ey. So. Ist das wieder ein komplett abgeschlossenes Haus? Ja. He's coming too. Roger that. Thank you.
Also auch immer das kennzeichnen sollte. Lab is the building at the north side with the vault roof. Subject on board. Leave the rest to us.
Ich will ihn wieder wegkriegen. Dürfte ihn dahinter einen haben. Talk. Where are your friends? Get down. Subject on board. Leave the rest to us. So, Freundchen, du kommst mal schön mit hier. Blümchen pflücken. Macht man immer gerne, wenn man einen Soldaten auf dem Rücken hat. Nee. Okay. Ich glaube, ich komme in die Nähe von dem Ding her. Ach du Scheiße. Ach du... Kann ich einen übrig lassen? Die sind immer noch alle da. Ach du Scheiße. Oh, ich hab keinen Bock da drauf, ey. Ja klar, da oben. Ach, fick dich doch. Extract him. Puh, das wird ganz schön krass jetzt. Hey Schaffler, eine ganz schön pixelige Angelegenheit. Ja, schnelle Bewegung, ne? Schnelle Bewegung und Upload verträgt sich ja nie so gut. Okay.
Okay, die kann ich noch umlaufen. Und ab da wird's schwierig. Ich habe bei der PlayStation Qualität höchstmögliche. Also mehr geht bei der PlayStation nicht, mehr kann die PlayStation nicht rausschieben. Auch wenn ich nichts mache verpixelt. Komisch. Komisch. Also wie gesagt, das ist das Bestmögliche, was die PlayStation rausschieben kann. Ach du Scheiße, fick dich. Was ist das denn bitte hier? Du Scheiße, was für ein fettes Lager, ey. Aber es ist schön, dass das auch mal andere Viewer sagen, Alex. Ist, ich hatte schon 4 oder 5 Leute hier. Und keiner hat was gesagt. Mein Video geschickt, wie es bei mir ankommt. Okay, bitte. Ich hab noch nichts auf dem Handy. Ah, da ist es, okay. Ich hoffe, der Helikopter sieht mich jetzt nicht, ey. Ach du Scheiße, und das soll bei der PlayStation beste Qualität sein? Ach du Scheiße, was ist das denn? Bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich das jetzt im Nachhinein noch ändern? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, sieht richtig schlimm aus, aber ich müsste die Übertragung beenden. Um's anders zu machen. Ich will mal eben kurz was probieren. Kleiner Moment, ich bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt mal komplett meinen Rechner ausgeschaltet. Ich hatte da auf kleinster Einstellung noch einen Stream laufen. Vielleicht lag es ja da dran.
Weil Empfang habe ich eigentlich heute einen sehr guten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hau ab. Oh, leck mich ab. Leck mich. Ey, wie soll ich da denn bitte durchkommen? Ich muss da hinten in die Halle rein. Soll ich das denn schaffen? It's the Soviet base camp. That's where you'll find the target, Emmerich. Ja, okay, muss ich irgendwie probieren. Scheiße, ey. Ja, witzig. Etwas besser geworden. Okay, dann lassen wir vielleicht gerade noch mal ein bisschen berappeln, dass er vielleicht die volle Bandbreite jetzt gleich irgendwie wieder zur Verfügung hat oder so. Diese D-Walker, da diese Zweibeiner, die kotzen mich gerade an. Mit denen habe ich nämlich so überhaupt nicht gerechnet jetzt hier. Und ich sehe gerade keinen Weg, der nicht bewacht ist, ist das Problem. Ja, das Game ist auch richtig interessant, ey. Es macht auch vor allem richtig, richtig Bock. Du hast so viele Möglichkeiten. Hau jetzt ab, du Affe! Und flieg hier nicht 2 Meter über meinem Kopf, ey. Ob's hackt. Haare habe ich erst letzte Woche geschnitten. Materialkisten ohne Ende. Okay, also ich meine, was erwartet man, wenn man... Hä, jetzt erst? Achso. Hast du ein neues Headset? Ah, okay, ich krieg das... Ich krieg das erst freigeschaltet, wenn der Alarm wieder gesenkt ist. Okay, verstehe. Hast du ein neues Headset? Cool, was hast du für eins? Ich sehe hier aber auch keinen Weg, der nicht bewacht ist. Ich meine jetzt vielleicht, wenn der Alarmstatus jetzt vorbei ist, der landet jetzt wieder, oder? Sieht zumindest so aus. Dann habe ich ein bisschen bessere Chance. Ein paar von den Posten verziehen sich vielleicht auch wieder. Glück wird es jetzt gerade ein bisschen einfacher. Die D-Walker verziehen sich, soweit ich das sehen kann. Oder zumindest der eine da unten. Ne, auch nicht. Logitech G430. Was habe ich denn für eins hier? Ist das das gleiche, was ich habe? Mal eben gucken. Nee. Ich habe das G35. Ist deins auch 7.1 oder... Was hast du da für eins? Ich kenne das gar nicht. Ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen, was das für eins sein soll. Ich meine, okay, es ist genau das, was ich erwarte, wenn ich in ein feindliches Hauptlager einbreche. Scheiße, ey. Ich sehe da echt kein Durchkommen. Was haben alle von uns? Das 430er haben jetzt alle.
Ich habe das G35, ist glaube ich nochmal eine Stufe besser oder so. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir das damals geholt habe. Es hat eine coole Nebenfunktion, dass man sieht, wenn das Mikro aus ist, und so einem roten Lämpchen, guten 7.1-Treiber mit dabei. Und es funktioniert halt ohne Probleme an der PlayStation. Das war mir damals wichtig. Aber wollen die mich verarschen? Der Alarmstatus ist vorbei und es werden mehr Wachen. Hä? Das muss ich jetzt nicht ganz verstehen, oder? Motherfucker. Okay, Sandsturm, das ist meine Chance. Hier runter. Darüber. Eventuell einen Deepwalker krallen. Das ist meine Chance jetzt gleich. 345 Meter muss ich überbrücken. Also immer Störgeräusche gehabt, okay. Wie sieht's jetzt von der Quali aus? Ist in Ordnung, oder? Jetzt kommt der natürlich auch noch genau auf mich zu hier. Scheißegal, ob das funktioniert oder nicht. Funktioniert. Der eine ist fehlgeschlagen. Nächster fehlgeschlagen. Okay, einer hat es geschafft und einer nicht. Immer noch recht verpixelt, okay. Muss ich eventuell gleich mal in der Tat unterbrechen. Mal eben dann neu starten. Okay, ja, die Hälfte vom Weg habe ich geschafft. Ole, ole. Scheiße. Jetzt bin ich mittendrin, ey. Ah, Mann. Fuck it, ey. Ehrlich. Fuck it, fuck it, fuck it. Wie soll ich denn jetzt hier... Boah, also das Ding komplett zu befreien, ist ja fast eine unlösbare Aufgabe, ey. Kommt der D-Walker? Ich hoffe, der sieht mich nicht hier. Okay, der geht in die andere Richtung. Hat der jetzt nur noch mal eine Runde gedreht, oder? Ich würde hier gerne, wenn es irgendwie möglich ist, komplett ohne Alarm durch. Werde ich zwar sowieso wieder nicht schaffen, weil ich wieder irgendeine Einheit übersehe. Warum werden mir die Fahrzeuge eigentlich in junger Zeit? Kann ich, meine, Heli nicht klauen, das kann ich verstehen. So ein Heli am Ballon ist ein bisschen schwierig. Aber warum werden mir die Panzer und so als, nicht als benutzbares Fahrzeug angezeigt? Okay, das ist irgend so ein Anhänger hier, aber... Konnte ich vorhin nicht da, die da? Konnte ich nicht als Punkt markieren. Okay, der D-Walker kommt zurück. Jetzt muss der sich da noch verpissen. Ich bleib jetzt hier so lange liegen, entweder bis der nächste Sandsturm kommt. Oder bis hier verdammt nochmal. Nacht wird. Weil bei Nacht habe ich. Oh, fuck it. Bei Nacht habe ich ganz andere Möglichkeiten.
Ist der so lange ein Kicks? Wir dann warten, bis der... Oh, fuck it, die Walker. Nicht hier rüber gucken. Da ist noch einer, den habe ich nicht auf dem Radar. Draußen ist einer und dann ist der Weg, zumindest von denen, die ich gesehen habe, frei. Ja, natürlich. Ein komplett offenes, freies Stück. Mit einer Woche. Und womöglich hinterm Container noch ein paar... Da ist auch noch ein D-Walker. Hat ja auch sonst noch nicht genug Probleme. Hier unten vielleicht auch noch einer. Oh Mann, ey, das ist ja immer beschissener, ehrlich. Aber mein Pech sieht der mich jetzt, wie ich hier als schwarzes Stückchen Scheiße irgendwo rumliege. Ich will auch so ein laufendes Moped haben, ja. Cool sind die Dinger schon, ey. Cool sind die auf jeden Fall. Jetzt läuft der da hinten rum. Muss wahrscheinlich da durch die Öffnung oben rein. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Tür für mich offen ist. Aber soweit bin ich noch nicht. Bin ich erstmal dahinter, habe ich es geschafft. Weil dahinter können sie mir nicht viel. So, der guckt nach da und nach da. Natürlich, du siehst mich. Wer? Von wo? Ist hier auf dem Dach einer oder was? Fuck, da ist auf dem Dach einer. Scheiße. Oh Mann, ey. Fuck it, ey, ehrlich. Okay, jetzt könnte ich Glück haben im Schichtwechsel, wenn es dunkel wird. Radio, das interessiert mich nicht. Hä? Warum sehe ich denn da ein und so nicht? Gehen die ganzen Strahler an. Die haben sogar noch Scheinwerfer dran, ich glaub's nicht. Ehrlich. Irgendwann ist aber auch mal genug. Oh, ey. Ja.
Dreh dich wieder um, gefälligst. Nein, Xenon haben sie nicht. Die Spritzanlage fürs Xenon, die passt nicht mehr rein. Du drehst dich gefälligst wieder um. Du bleibst da hinten. Und du gehst auch wieder. Okay, der geht. Nice. Klar, jetzt kommen da so zwei andere Deppen. Muss man umrüsten. Okay, jetzt wird er richtig dunkel. Muss da rüber. Ich muss da nur rüber. Der juckt mich nicht mehr. Mein Poster. Okay, die beiden würde ich gerne, wenn es geht, bekommen. Zwei Bela, einmal Sunny, einmal Kampf. Puh, da ist auch noch einer. Hab ich gerade nicht gesehen. Ist offen. Das heißt, da kann ich rein. Prüfen wir mal unsere Alternativen. Ich meine, ich will die beiden da trotzdem haben. Das Wetter war schlecht. Oh, ein paar Wolken. Ein bisschen neblig. Na gut. Alternative haben wir... Nicht wirklich. Rein. Wenn ich den hochhebe, dann merken die das. Die Tür ist closed. Scheiße, da muss ich wohl wirklich auf die andere, wa? Oder ich muss wirklich durchs Dach rein. Nee, keine Lust zu. Dach will ich jetzt gerade nicht. Mal eben wieder so hinlegen, dass ich die beiden sehe. Dann werden die ausgeknipst. Oh, der eine geht sogar. Das ist aber nett von ihm.
Was komm mit, du Affe? Komm, 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 komm! Vor uns liegen, wer sieht. Schön mitkommen. So, Freundchen. Jetzt beantwortest du mir erstmal ein paar Fragen. So, und jetzt sagst du mir, ob ich noch irgendwo Freunde von dir vergessen habe. Ach, die haben dir nichts gesagt? Sicher? Glaube ich dir nicht. Ich lasse dich trotzdem am Leben. Ich brauche Personal. Arme kleine Container möchte doch nur wieder zu seiner Mami. So, Alex, wie sieht das Bild aus? Immer noch so? Also kann man so lassen, ja? Okay. Ansonsten hätte ich jetzt hier eine Unterbrechung gemacht. Sag was, sag mir an. Ist in Ordnung so? Also kann man gut gucken? Macht Spaß zu gucken? Oder soll ich umschalten? Auf eine Auflösung niedriger. Schreibt mal eine Runde, okay. Dann werde ich jetzt hier kurz unterbrechen. Wie es weitergeht, seht ihr gleich. Bis dann.